Ah, guten Morgen, meine Sorgen! Die Scheiße eskaliert immer mehr. Und das, was uns jetzt mal hier in den letzten Tagen so auf dem Kryptomarkt passiert ist, also Bitcoin ist deutlich und auch über Stunden hinweg jetzt mal unter die 39, wird höchstwahrscheinlich noch weiter fallen. Allgemein, die gesamte Wirtschaft ist am Bröckeln. Fun Fact: Gold ist relativ stabil geblieben. An alle Bitcoin-Maxis an dieser Stelle, da ist euer digitales Kryptogold. Wurde richtig durchgenommen. So, aber warum passiert das alles? Und warum mache ich jetzt dieses Fakt-Video? Aus dem folgenden Grund: Krypto-Bird wird jetzt politisch, bleibt. Krypto-Bird zeigt euch russische Nachrichten. Ja, bis jetzt. Ich mache jetzt russische Propaganda. Nein, Mann, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie so russische Propaganda zu machen. Mir geht es aber darum, die Sicht der Russen zu zeigen. Und damit meine ich nicht die Sicht im Sinne von die Rechtfertigung des Krieges. Das meine ich nicht damit. Mir geht es nicht darum, zu bewerten. Also jemand, der mir ein bisschen länger folgt, weiß, die Situation in Ukraine sehe ich fatalistisch. Aber ein guter Fischer muss sich passend anziehen zu dem Wetter. Was wird in der nächsten Zeit für ein Wetterchen auf uns zukommen? Was passiert mit dem Markt? Und dieser kleine Beitrag von den gestrigen Nachrichten ist super interessant. Und zwar geht es um Folgendes: Ein britischer Verteidigungsabgeordneter, ja, das ist auch so dumm, also ich bin da zu wenig da drin in diesem gesamten politischen Sektor von den Briten. Also, ein Mitglied des britischen Verteidigungsministeriums hat gemeint, das zeige ich gleich hier, dass es okay wäre, britische Waffen einzusetzen in Russland. Also das bedeutet gegen Russland, um die Supply-Kette, ich kann kein Deutsch mehr, um die Versorgungskette der russischen Kräfte an der Front zu unterbrechen. Ja? Und daraufhin hat das russische Verteidigungsministerium geantwortet. Und das ist eine super, super spannende Information, die vielen Leuten nicht klar ist, aber über die ich reden will. Weil diese Ukraine-Geschichte eskaliert. Es ist eine Gewaltspirale. Und alle gießen da gerade Öl rein. Ob Russen oder Westen, gestern haben sich die Amis bei uns im Rammstein hingesetzt, Fun Fact, unsere Verteidigungsministerin konnte nicht mal ein Wörtchen innerhalb des Treffens halten, musste rausgehen. Spaß beiseite. Lass uns mal das hier geben. Ich versuche das mal zu übersetzen. Also, hier ist die Dame. Провокационное заявление из Лондона, Министерства обороны Великобритании, которое поставляет оружие Киеву. Provokative Äußerungen aus dem britischen Verteidigungsministerium, die Waffen an Ukraine liefern. Это абсолютно нормальным, если переданная техника будет использована для ударов по России. Und die finden das ganz okay, wenn die gelieferte Technik direkt gegen Russland eingesetzt wird. Вот что сказал в интервью одной из радиостанций замглавы британского. Jetzt wird es interessant. Samglawe, ich weiß nicht, wie ich das übersetze. Das ist ein Stellvertreter des Verteidigungsministeriums. Ich habe geguckt, also fake ist es nicht. Das ist der Mann. Ja. Scheint wohl alles richtig zu sein, aber darum geht es auch weniger. Es geht darum, was gleich die Russen dazu sagen. Und das ist heiß. Bis jetzt bleibt. Мы как страна поддерживаем право Украины наносить удары по территории России. Also der Reporter hier von Times Radio fragt, wir als Land unterstützen, jetzt habe ich den Faden kurz verloren, aber unterstützen wir den direkten Angriff gegen Russland mit unseren Waffen? Это абсолютно легитимно Das ist absolut legitim. Для Украины наносить удары в глубине России.
Das ist absolut legitim für Ukraine, Angriffe auch innerhalb von Russland, also innerhalb des Innenlands von Russland zu tätigen, damit die Logistik gestört wird. Wenn diese Supply-Ketten, warum sage ich, wenn diese Versorgungsketten nicht unterbrochen werden, gibt es noch mehr Opfer. Aber die Worte von James Hippie уже прокомментировали в нашем Минобороны и напомнили, каким последствиям могут привести удары по территории. Unser Verteidigungsministerium hat auch schon mal eine Stellungnahme dazu abgegeben und haben die Briten an was erinnert. Okay, Freunde, jetzt müssen wir uns alle festhalten. Das finde ich super, super geil. Das finde ich super geil. Ich werde das jetzt mit meinem gekonnten Russisch vorlesen. Ist besser, als wenn die Alte, die rattert das so durch, so pam, 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 pam. Da komme ich nicht mit Übersetzen her. Aber wir halten das mal kurz fest. Britisches Verteidigungsministerium, einer deren Mitarbeiter, stellvertretender Minister, ey, keine Ahnung, was er da überhaupt für eine Rolle spielt, sagt in einem Radiointerview, ey, das ist für die Ukraine okay, unsere Waffen zu verwenden, um die Versorgungsketten der Russen innerhalb Russlands zu stören. Ist halt Krieg, ne? Keine Versorgung an der Front, läuft scheiße, ne? Vielleicht die bisschen älteren Zuschauer hier bei mir auf dem Kanal kennen es, ja. Nee. 1943 war die Versorgung in Stalingrad auch nicht so gut, ne? Also, Spaß beiseite, der Galgenhumor wird besser. Halt euch fest. Jetzt gebe ich mal in Russisch. Zum Feinsten, zum Besten. Okay. Хотим подчеркнуть, wir wollen unterschreiben, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подробные действия, also wir wollen unterschreiben, dass die genannten und also dass die genannten киевского режима на подробные действия, чтоб... Boah, Alter, ich krieg das nicht hin. Ich bin so grunddebil gerade. Also, хотим подчеркнуть, wir wollen unterschreiben, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подробные действия, wir wollen unterstreichen, в случае попытки их реализации немедленно приведут к нашим пропорциональному ответу. Also wir wollen an dieser Stelle unterschreiben, dass die britische Unterstützung des Kiewes Regime zu der Durchführung der Methodik, die vorgeschlagen wurde. Ey, bitte, ey, ganz ehrlich, ey, super Russen unter euch, die Übersetzer sind, sagen, ey, der kann ja überhaupt nicht übersetzen. Aber na komm, dann übersetzt richtig, schreib's runter. Darum geht's gar nicht. Ja. Also lange Rede, ich übersetze das mal so ein bisschen batschakkenhaft, ja, in meine Dummsprache, ja. Also, wenn das, was der Brite da vorgeschlagen hat, umgesetzt werden sollte von der ukrainischen Regierung, dann немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу. Dann werden wir proportional dazu reagieren. Das bedeutet, wenn die Ukraine britische Waffen nehmen und sie gegen Russland Inland richten, gibt es eine proportionale Antwort. Aber was ist eine proportionale Antwort? Jetzt wird's spannend, meine Freunde. Как мы предупреждали, so wie wir schon mal vorgesprochen haben, предупреждали, so wie wir schon vorgewarnt haben, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. Also, so wie wir euch schon mal vorgewarnt haben, unsere Hoch... Ich fasse das wieder mal ein bisschen zusammen, aber na komm, ich bin kein Übersetzer, ja.
Aber könnt ihr gerne screenshotten. Also wer da den Text besser übersetzen kann hier von meinen russischen Followern, ey Jungs, tut mir mal den Gefallen, macht das mal. Aber im Grunde genommen wird hier gesagt, wir wollen euch nochmal daran erinnern, dass unsere hochpräzise dass die gesamte russische Verteidigung rund um die Uhr bereitsteht, um einen Gegenangriff zu starten. Mit hochpräzisen Menschen, Bolschoi, Dalnästi, mit Langstreckenmittel, also Raketen, po Zentrum prinjatia soответствующих решений в Kiew. Und die Waffen sind bereit, Langstreckenwaffen sind bereit, und zwar gerichtet an die Unterstützer von der Ukraine. Wir erinnern uns einen Monat oder so, ey, ich will jetzt echt keine Angst schüren oder so, Jungs. Ich glaube nicht, dass der Putin jetzt morgen Atomwaffen auf England wirft, ja. Aber fuck it mal. Der sagt den Jungs klipp klar, Jungs, wenn eure kack britischen Waffen gegen Russland gerichtet werden, dann richten wir unsere Waffen gegen euch. Oder anders gesagt, wenn eure Waffen gegen uns schießen, werden unsere Waffen gegen euch schießen. Nichts mehr Stellvertreterkrieg. Nichts mehr hier mit dem Ukrainer mal einen Panzer vor die Füße werfen und der macht das schon für uns. Arschleckenfeuerwerk. Und jetzt stellt sich die Frage, da, das ist doch eine Drohung, das ist doch eine Drohung. Ich will ja nichts sagen. Aber Putin hat bis jetzt viele seiner Drohungen umgesetzt. Und das ist harter Tobak. Und da, also ich will jetzt auch also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh geil, Putin, der macht es voll geil, oh geil, die Briten, die machen. Nein, Mann. Oh, ich feiere das so voll. Ich amüsiere mich. Innerlich sitze ich da und esse meinen Popcorn, weil ich sehe, wie die Welt untergeht. Ich sehe bei uns in Medien diese ganzen Sörens, diese ganzen grünen Pazifisten, die vorhin noch geschrien haben, ah, Frieden, 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 ja, wollen die ganz fetten Waffen an die Ukraine liefern. Ja. Ich sehe, wie verlogen und wie einfach und schnell. Viele Politiker sagen, ja, gib den Ukrainern Waffen. Komm, gib ihm, Alter. Es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Ich bin kein gewählter Volksvertreter oder so ein Bullshit. Und meine Meinung interessiert auch niemanden in der Politik. Ist auch richtig so, Mann. Wäre bestimmt noch schlimmer gelaufen, wäre ich da, hätte ich noch etwas zu sagen gehabt. Aber wir sind erst ganz am Anfang der Scheiße. Wenn ich jetzt mir hier diese gesamte Großwichse hier anschaue, wie die Leute, wie Politiker, wie unsere Volksvertreter, abgesehen von Scholz, muss man sagen, ey, der Scholz, alle, wenn die den gerade haten, wie der da versucht, so langsam zu machen, das alles so hinzuziehen, habe ich Respekt vor. Weil ich glaube, es ist Frieden notwendig. Wegen den Menschen, ja, ist schon mal gut, sterben weniger Menschen, die Kurse gehen schon mal wieder hoch, stabilisiert sich alles. Aber da muss einer den ersten Schritt machen. Ich glaube nicht, dass Russland oder Putin den ersten Schritt zum Frieden machen werden. Und der Klügere gibt nach, tut mir leid. Vielleicht ist das jetzt jeder Ukrainer, der mir zuguckt, sagt, ey Roman, was erzählst du da für ein Bullshit? Ey, ganz ehrlich, gibt Donbass ab. Gib Krim ab. Behaltet den Rest. Oder lass es darauf ankommen, verliert alles. Und mit verliert alles, und das wurde schon mehrfach gesagt, Lavrov hat auch gestern gesagt, naja gut, wenn da die Lieferungen stattfinden, werden sie versuchen, die Lieferungen zu unterbrechen. Und da schießen sie auch NATO-Soldaten auf dem ukrainischen Gebiet. Da verlieren wir alles geistige Elite, alles die geistige. Alles die reiche goldene Milliarde, nicht nur Donbass und Krim. Dann geht's weiter. Und irgendwie, irgendjemand muss diesen Scheiß stoppen. Es hat keinen Sinn,
das so hochzuschaukeln, bis einer verliert. Und das werden nicht die Leute verlieren, es werden nicht die Leute verlieren, die jetzt die Entscheidungen treffen. Die werden gewinnen, so oder so. Ja, das seht ihr an mir. Ich bin eine kleine Ratte, die sich jetzt darüber erfreut, dass der Krieg läuft, weil ich auf fallende Kurse gesetzt habe. Glaubt ihr, die anderen machen das nicht? Glaubst du, die Kollegen von Scholz und Co. oder hier von Lindner haben nicht die Rheinmetall-Aktien gekauft, bevor die Nachricht rausgegangen ist, dass 100 Milliarden Euro in die Verteidigungsindustrie reingepumpt wird? Hä? Und die schicken die Menschen den Fleischwolf rein. Ob der Putin oder wir selber sind uns zu fein, ja. Wir schicken die Kack-Ukrainer, ja, die sollen sich da gegenseitig die Hälse aufschneiden. Die Kack-Slaven, ey. Die Batschaken sollen sich doch gegenseitig umbringen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und das ist zu einfach zu sagen, ja, aber der Putin. Wir können es besser machen. Und das ist Spaß beiseite. Wirklich Spaß beiseite. Es ist nicht zum Lachen. Es ist in Wahrheit nicht zum Lachen. Es ist meine Art, damit umzugehen. Aber es ist eine gequälte Wichse, die da auf uns zukommt. Und jeder, der für Waffenlieferung und jeder, der für weitere Eskalation ist, muss sich den nächsten Schritt überdenken. Und da gibt es, ich vergleiche das mal mit einer Schlägerei, also die Deutschen, die schubsen sich immer gerne bei Schlägereien, weißt du, so diese Homo-Touchy-Touchy, ja? Die Batschaken, die prügeln sich. Ganz ehrlich, ich habe auch öfters mich geprügelt. Habe auch öfters mal einen einstecken müssen. Und zwar, wie funktioniert eine vernünftige Schlägerei? Nicht so dieses Schubsi-Schubsi und ich rufe das Ordnungsamt oder die Polizei. Gibt's nicht. Hier, in dem Spiel. Du musst so lange machen, bis einer nicht mehr kann. Und das, meine Freunde, auf den Krieg projiziert. Bis einer nicht mehr kann. Werden noch viele, viele, viele Menschen sterben. Viele, viele Menschen werden zugrunde gehen, weil die Politik, die Weltpolitik es für richtig hält, diesen Krieg zu führen. Damit meine ich nicht nur den Putin, damit meine ich auch uns hier in Deutschland und in Europa. Die Menschen, die jetzt die Waffenlieferungen fordern, überlegen sich nicht, was alles Nächstes kommt. Da muss man ehrlich zu sich sein. Entweder Krieg oder kein Krieg. Und ich plädiere für kein Krieg. In diesem Sinne wollte ich das mal so mitgegeben haben in diesem Video. Denkt drüber nach, schreibt eure Kommentare. Es wird alles eine gequälte Scheiße. Anyway, wir wissen jetzt, es wird beschissener. Also setzen wir weiterhin auf fallende Kurse. Und noch ein kleiner Front zum Schluss an die ganzen Bitcoin-Maxis. Euer Fick-Bitcoin ist ein kleiner Bitch der großen Jungs. Tschüss.